Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part bisschen vom Gebiet erkundet, wir haben auch einige Crocs einsacken können. Wir haben einen Schrein gemacht, den Ruakua-Schrein. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß immer noch nicht, wie man da eigentlich hinkommen sollte. Ich vermute mit einem Baumstamm, aber ich habe keine Ahnung. Und heute werden wir versuchen, ja, wieder ein bisschen zu erkunden, damit es weniger Totenköpfe werden. Okay, dann will ich auch nicht lang labern. Legen wir los und wir fangen mit dieser Kukupi-Schneefeld an. Okay. Oh, gut. Wartet. Sagen wir gehen hier außen so ein bisschen lang. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Ich glaube, das ist der beste Ansatz. Machen wir es. Maxi-Trüffel? Maxi-Trüffel so hoch oben? In den Hebra-Gebirgen? Okay. Schneefuchs. Hier müssen wir ein bisschen geradeaus laufen. Aber so langsam im Schnee voran, ne? Das ist, weiß ich nicht. Die tun uns ja nichts. Nichts zum Glück wie die Wölfe. Oh nein. Bogen wieder ausrüsten. Noch ein paar Bogen. Ach, ist klar. Boah, ist schon klar. Na komm her. Aber ich muss eine andere Waffe ausrüsten. Da das das einzige Feuerstoff ist und wir keine Medizin haben. Sammeln. Wir killten. Entweder diese Steine sind hier im Krog, nämlich da unten drin. Können wir aber gleich sehen. Oder da hinten, aber ich würde eher sagen da unten. Sonst glaube ich nicht, dass die hier einfach die Steine hinsetzen. Wäre ein bisschen komisch. Schon. Okay. Gehen wir einmal zurück. Ich weiß nicht, ob ich so einen Stein gleich mitnehmen soll. Zum Glück kenne ich ja. Nehmen wir mal so einen Stein mit, aber. Hier so ein Felsenspalter. Hm.
Ich nehme noch mal einen zweiten Vorsichtshalber mit. Wieder das Feuerschwert ausrüsten. Ach, ist nicht wahr. Lächerlich. Muss ich vorsichtig mit dem Feuerschwert sein, weil wenn uns das kaputt geht, wenn nichts anderes mehr. Oh, wir sind auch schon gleich rum. Dann schauen wir mal in der Mitte, weil ich wette, in der Mitte ist entweder ein Schrein oder ein Krog. Oh, Hallöchen. Auf jeden Fall irgendeine alte Ruine oder so. Feuerschwert. Hier war anscheinend mal irgendein Wanderer oder so. Okay. Feuerschwert abnehmen. Okay. Ja, nein. Ich hoffe, ich mach's auch richtig. Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß, die ist kalt, Link. Mit aufmachen? Ich hab keine Ahnung. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke dir, Daruk. Haben wir noch. Dann gibt es hier mehrere Wege oder so. Ich habe keine Ahnung. Den hier. Jetzt, wo man auch genau hinschaut, dann man sieht, dass es mehrere, ja, mehrere Läufe gibt. Ich glaube, auch früher so ein Spiel. Ich komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen. Moin Link! Und oh! Willkommen Schrein. Ich hoffe, dass es kein Belohnungsschrein ist. Ihr wisst ja, was ich von denen halte. Aber ich vermute schon, dass das ein Belohnungsschrein sein wird, aber ich weiß es nicht. Mit dem Schrein bin ich schon zufrieden. Wenn ich noch einen oder anderen Krog gerne hätte, aber eben zufrieden sein, was man hat. Doki Mihi Schrein. Okay. Gehen wir mal rein, schauen, was auf uns wartet. War soweit ganz gut. Ich muss jetzt halt jetzt noch ein paar Zelda aufnehmen, vielleicht ein oder zwei, schauen wir mal. Und dann muss ich auch noch morgen für ein Video, was Artikel 13 betrifft, ein bisschen arbeiten. Beziehungsweise im jetzigen Artikel 17. Ein bisschen was für die Community muss ich noch machen. Zur gleichen Zeit, okay. Und wie geht's dir? Zum Teufel. Davon aus, dass man Pfeile hat? Anscheinend.
Rechts. Ja, da rechts lang. Wenn das alles ist, wäre das ein bisschen lahm. Ich hab's, glaube ich, schon verhauen. Ich hätte, glaube ich, am Anfang Stasis einsetzen sollen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme. Ethisch ist es auch nicht, ne? Nee. Was man ja rein theoretisch machen könnte. Versuchen wir es einfach mal. Ich glaube aber nicht, dass ich es hinbekomme. Nein, es hat fast geklappt. Einmal probieren wir es noch, sonst müssen wir den Schein, glaube ich, nochmal neu machen. Theoretisch möglich, aber ich hab's, glaube ich, schon verhauen. Und ist eine Truhe. Feuer, danke. Wer drin? Ein Diamanten, okay. Waren das alle Truhen? Ja. Schrein aber nochmal machen. Ich muss es noch einmal neu reingehen, weil. Da haben wir, glaube ich, verhauen. Nicht wie ich sonst den aufbekommen hätte. Eventuell mit Bombenpfeilen, aber. Ich glaube selbst das noch nicht mal. Komm, geh schnell rein, Link, bevor dir kalt wird. Ja, wir müssen mal Stasis einsetzen. Schnell genug sein. Okay. Müsste es, glaube ich, sein. Ja. Und dann haben wir auch das nächste Zeichen der Bewährung. Wieder einen Heads-Container holen. Okay. Wie gesagt, die nächsten zwei holen wir uns einen Heads-Container. Den ersten Heads-Container haben wir uns im letzten Part geholt und ich denke mal, wir werden, ich hoffe es, dass wir auch in diesem Part wieder einen Heads-Container holen. Aber schauen wir mal. Wir müssen halt noch viel erkunden. Hier, glaube ich, nochmal lang. Oder waren wir da? Lass mich hier kurz nach oben. Wir kommen hier rauf, aber sollten wir eigentlich. Die Ruine. Hier sind wir links, sind wir runter, glaube ich, gekommen. Ein Krog in Sicht.
Ah, okay, und war gut. Beziehungsweise, welche Spiele hast du emuliert? Zum Hebrak. Danach will ich wissen, warum ich hier einen Stempel für einen Turm gesetzt habe. Glaube, 9 Gebiete haben wir jetzt schon und insgesamt gibt es 15 Gebiete. Also mit Schloss eingerechnet, ne? Ich glaube sogar, das Schloss hat eine eigene Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Wie im richtigen Dungeon halt, ne? Ich werd eh vermuten, da ich im Schloss meine Spiele die meisten Probleme haben werde, Crocs zu finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwickler dort den einen oder anderen Croc versteckt haben. Ich könnte auch eigentlich, was ich mir überlegt habe, ich könnte natürlich die Croc-Maske einsetzen, aber das werde ich erst als allerletztes machen, wenn ich wirklich keine Crocs mehr finde. Oder doch, Spurfeilchen müsste das sein. Oder Frostkraut. Spurfeilchen, okay. Richtig, okay. Na, einmal den Wasserfall. Nee, sah nur so aus. Goldenes Erz, das nehmen wir natürlich mit. Einer Bombe geht das doch auch, oder? Ein Salzbernsteine unten, noch mehr Bernstein. Sind wir hier drauf, ne? Hier haben wir auch schon ein bisschen gemacht. Hier noch nicht, okay. Ja doch, das haben wir doch schon im letzten Part schon gemacht. Das heißt, ich habe den nur vergessen wegzumachen. Okay. Markier das mal mit dem Licht. Gesetzt. Komm, das machen wir, wenn wir ganz oben sind. Ich habe schon den nächsten Kopf lokalisiert. Sich den Baum da oben einfach mal so anguckt. Ich glaube nicht, dass das reiner Zufall ist. Morgen kommt übrigens meine neue Cappy an.
Was ich zum Beispiel noch nicht kenne, ist Zeldas Collector's Edition. Er sagt mir zumindest nichts. Sonst sagen die, oder sonst sagen mir alle Tracks was. Auch angespielt. Aber Zelda Collector's Edition sagt mir gar nichts. Bin zwar ein Zelda-Fan, aber so viel auch noch nicht. Blöchen. Ach komm. Jetzt haben wir den auch eingefroren. Ich glaub's nicht. Sind zwar schwach, aber. Die Bombe ehrlich nach mir kicken. Sehr schwer. Oh, der ist down. Was geht hier ab? Bernstein. Der Mini. Der Eisrocks, Ischienrocks. Natürlich. Fledermäuse. Als ob. Hier habe ich ein Geschenk für dich. Die tun mir aber noch leid, aber die können auch hinterhältig sein. Ah, okay. Apropos, weiß man eigentlich schon, Wir haben ja sozusagen eigentlich schon mündlich angekündigt für ein Zelda BOTW 2. Weiß man schon, in welcher Timeline das spielt? Lass mal doch schon irgendwas zu. In Ruhe. Warte mal, was essen. Ach komm, gönnen wir uns mal 16 Herzen. Warum nicht? Mir auch gar nicht sicher, wo jetzt das normale Zelda BOTW in welcher Timeline das spielen sollte. Also es gab Vermutungen, aber ich glaube, geäußert haben sie sich dazu nicht. Ich weiß, dass die Ballade der Recken auch noch zum Teil ich weiß, dass man bei Zelda BOTW das ja oh, und schreien. Ah, habe ich schon mal gekriegt, okay. Dass man das bei Zelda BOTW nach dem DLC besser bestätigen konnte, aber so genau, hat er mich noch nicht bemerkt. Versucht habe ich das ja noch nicht. Ah, okay, kann man nicht. So. Okay, wir sind hier. Kasula Berg. Gehen wir mal zum Kasula Berg. Scheint ein Monsterlager zu sein. Ah, da ist eine Holztruhe. So, schnell mal nur öffnen die. Dann ignorieren wir die Monster. Fünf Feuerpfeile, okay.
Dings lauf. Lese ich mir gleich durch. Ich erstmal weglaufen. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Oh. Da ist doch bestimmt ein Krok drauf. Ein Kraut. Das wird eh nur Erz sein. Oben sehe ich aber irgendwas. Und es ist ein Krog, okay. Das war ein Header. Ohren des Edelwild eingesammelt. Aber wo muss ich denn die Ballons schießen? Ich nehme einen anderen Bogen dafür. Ich hatte doch auch mal drei. Naja, hatte ich nicht, okay. Nehmen wir hier so einen Soldatenbogen. Mifas Gebet ist bereit, danke, wenn du es brauchst. Der Ballon ist ganz schön schnell. Oh, da kommt der Titan. Wir auch als nächstes betreten werden. Warte jetzt einfach mal hier auf den Ballon. Hier hatte ich ja noch keinen Turm auswendig machen können, ne? Ändert sich jetzt aber. Nur noch ein einziger Turm, den wir entdecken müssen. Was ich auch mal bei Gelegenheit überprüfen muss, ob ich hier diese ganzen oder welche Zeichen ich wegnehmen kann. Löschen, hier nach unten und schauen uns das hier an. Dann da sein. Kleines Stück würde ich hier eigentlich noch gerne mit angucken. Irgendwas drauf, ich vermute nicht, ne? Nein. Schon die Grenze, oder hier ist ja schon die Grenze. Schreien. Okay. Super Mario Sunshine werde ich auch irgendwann mal Let's Playen, aber erstmal muss ich ein paar, wie gesagt, ein paar Projekte erstmal abschließen.
heute ist ja Montag, heute wird zum Beispiel auch in Anführungszeichen alten Projekten gearbeitet, beziehungsweise neu aufgerollt oder angenommen oder weitergearbeitet, wie auch immer. Ich hatte ja The Legend of, Alien Trilogy zum Beispiel, ersten vier Parts oben, hab danach aber nichts mehr hochgeladen. Und werde ich nachher, ich denke heute Abend, dann streamen mit einem Talkgastpartner und dann mal schauen. Alien Trilogy, Robin, ist eigentlich auch schnell durch. Ich möchte die halt schnell zu Ende bringen. Das Problem an diesen Projekten ist ja gut. Ist halt, wenn du einmal stirbst, musst du halt alles nochmal machen. Jawohl. Hier ist die Spitze des Kasualbergs. Hier hatten wir auch einen Krog gefunden. Hier nochmal ein bisschen umsehen. Ja. Vorne ist das, ne? Oder? Jawohl. Wieder Erz oder ist es ein Krog? Gegen wen bist du denn gestorben? Ich bin insgesamt schon. Musst du mal in die Karte schauen, da steht halt, wie oft ich gestorben bin, in welchem Gebiet. In Leuen bin ich schon mehrmals gestorben, definitiv. Also. Hier hin. Nee, klettern wir mal auf die Hebra Südspitze. Ah, okay. Leuten sind aber auch hinterhältig, ne? Aber eigentlich, ich hatte das so in Erinnerung. Sobald man einen Leunen gegenübersteht, solange man nicht auf ihn zielt oder irgendwelche hektischen Bewegungen macht, sollten die ihn eigentlich in Ruhe lassen. Aber Anfang tun sie es, aber irgendwann, wenn du zu lange in ihrem Revier bist, dann greifen sie an. Der Hebra Südspitze sein? Sowieso nicht auf. Och, kommen Sie. Okay. Was, der lebt noch? Als ob. Wie viele Feuerpfeile hätte er denn groß? Glaube ich, einen stärkeren Bogen nehmen sollen.
hier hoch? Ja, wir müssen hier hoch. Ich höre, glaube ich, ein Eispyromagus. Auf jeden Fall so Wassertropfen gehört. Hab mich nicht geirrt. Komm her. Weiter einen entdeckt hast du. Also komm inside. Hier noch mal. Ein Feuerfall, okay. Die, die ich gegen die Wölfe wieder verschwendet habe. Alles klar. Hier ist jetzt mal ein Krog drauf, aber ich weiß es nicht. Die letzten zwei Fahnen, wo ich hochgeklettert bin, hatte ich Pech. Vielleicht. Zweifel ist stark. Wir gehen einmal hier so ein bisschen rum und dann hier rauf. Und was wir so finden. Wissen, ob die Vögel auch Vögelnüsse bei sich führen. Zumindest die hier. Nicht ausprobiert. Ein Edelgeflügel, okay. Und dann hier. Bogen hier. Königsbogen heben wir uns mal auf mit dem Angriffsplus. Wird es anscheinend wieder ein bisschen da schneit ein bisschen mehr. Ja. Ah, als wenn ich ja drin zu sein. Den Gegner lassen wir schön eingefroren. Ich weiß nicht. Ah, seine Waffe, okay. Ah, lass mich in Ruhe. Bist du? Hier hinten wollte ich, glaube ich, nochmal nachgucken. Ja. Hier weiter rauf. Hup.
Jo. Hey, da hinten war ich noch nicht. Da sind nämlich drei Bäume. Rauf. Komm mal hier weiter rauf. Schöner Fuchs als Haustier. So ein. Aber die Füchse, ich sag mal so, zum einen denke ich auch, die Füchse brauchen natürlich auch Auslauf, natürlich, wir sollen in der Natur sein. Ich habe gerade einen Krok entdeckt. Darin denke ich mir so, bevor sie gejagt werden oder irgendwie die Umweltschäden und so, alles, das ist ja auch. Ist eine Zwickmühle, also. Gab's da nicht auch mal einen Vorfall in Berlin, eine Diskussion? Ich glaube, hieß er Knut, der Eisbär, der dann irgendwie großgezogen wurde mit der Flasche. Die ihn dann irgendwie einschläfern wollten oder so. Und ich habe keine Ahnung. Gab's da auch mal eine Story? Man so einen jemanden einschläft. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber wenn man so einen Eisbär oder einen generellen Tier einschläft, ja. Erstmal, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, entweder hast du die Möglichkeit, es halt in die Natur zu überlassen, ja. Halt gering, wenn halt so ein Eisbärbaby überlebt. Du ziehst es halt mit der Hand groß, ne? Sagt zwar, dass es nicht, oder was mir da spontan halt so einfällt, man sagt halt, dass es nicht natürlich ist, ja. Von Menschen großgezogen zu werden, oder, ja, aber in der Natur gibt es ja auch viele Sachen, wo ein Tiger oder wo irgendein Affe von irgendeiner fremden Tierart, sag ich jetzt mal, ein anderes Tier mit aufzieht, also, aber ich bin da auch kein Fachmann für, aber die Polarlichter sind. Glaube ich, Polarlichter sein. Hinten sehe ich ihn. Ist das ein Schrein? Nee, das ist eine Hütte. Gehen wir uns auf jeden Fall mal. Mit so einer Truhe. Ist auch nicht die Tanne, die wir gesehen haben. Ding, steh auf. Habe ich die Tanne? So ein bisschen irritiert, dass hier sowas drum ist. Aber gucken wir einfach mal nach oben. Irgendwas wird hier jedenfalls sein. Ich werde diesen Baum auch fällen. Die Frage ist, in welche Richtung. Ort. Immer nördlich. Keine Ahnung, ob mir das überhaupt was bringt. Warum so eine, ja, Markierung gesehen.
passt wieder. Hat's nicht, nichts gebracht. Holz. Kindeln, okay. Röhrchen nehmen wir uns noch mit. Oh. Nehmen wir mal Hebra-Gipfel. Mal hier so ein bisschen nach rechts. Links. Hier. Das müsste dann der Hebra-Gipfel sein. Bisschen einfacher. Oh. Drache oder so rumfliegen? Ich habe keine Ahnung. Das war sehr, sehr krass. Im Blizzardtal waren wir auch noch nicht. Nee, warum auch nicht? Aber gleich entweder erstmal zur Hebra, zum Hebra-Gipfel. Frage ist, wie erkunden wir das? Der kann weg hier. Wäre das so, dass wir rechts so ein bisschen rumlaufen? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Krog gefunden. Beat hatten wir ja schon, aber hier noch nicht. Ach komm, fangen wir mal rechts ein bisschen an. Irgendwo müssen wir anfangen. Schneewolf oder ein Schneefuchs? Wolf natürlich. Ach Gott. Oh, 2011, 2012, da gab es ja noch nicht so viele. Mittlerweile gibt es viel, viel, viele mehr. Aber es gibt halt wenig. Also, jetzt Player musst du in verschiedene Arten unterteilen. Ja, einmal gibt es Let's Player, zum Beispiel so wie ich, die 100% Let's Player, ja. Beziehungsweise High-End-Game Let's Player, ja. Dazu zählen zum Beispiel auch Gronkh, Domtendo, die kannst du alle in einen Topf werfen, sage ich jetzt mal so, auch wenn sie natürlich ihren eigenen Content machen, ja. Dann gibt es zum Beispiel Let's Player, die Fortnite-Videos hochladen, die vielleicht ein, zwei Minuten gehen. Das waren keine Let's Plays, gehören aber trotzdem mit zu den Let's Playern. Ja. Und da musst du halt, also du hast halt großes Let's Player-Schild und da musst du auch noch für die verschiedenen Kategorien auflisten. Ist auch gar nicht mal so einfach. Ein bisschen Verstand und ein bisschen. Oh, ein Schrein. Kriegt man das hin? Cool, das ist ein Schrein. Hebra-Gipfel, okay. Passt auf den Hebra-Gipfel. Nicht, dass es so gewollt ist, aber okay. Ah, okay, ja. Zum Beispiel Domtendo und also Gronkh spielt halt viel, ja. Und er macht zum Beispiel Part 1, Part 2, Part 3, das macht er. Da ist er zumindest sich treu geblieben, ja. Ich glaube, er macht nicht alles auf 100%, aber einiges, ja. Zum Beispiel Domtendo macht sowieso alles nur auf 100%, so wie ich. Ja, Oma Asa schreiben. Und ich hoffe, dass es kein Belohnungsschrein ist und... Bei Gronkh kann ich das aber auch zum Teil verstehen, weil Gronkh ist halt so ein Rockstar unter den Let's Playern. Zumindest für die Industriefilme. Ja. Aber Gronkh ist wenigstens noch mit Herz dabei, genauso wie Domtendo. Ja. Kraftprobe schwierig. Oh. Okay. Königsschild. The Master Sword.
weiß, Domtendo wird auch auf der Gamescom sein. Gehe ich zumindest von aus. Und Korn ist, glaube ich, sowieso immer da. Hier bin ich mir aber nicht. Ah, das ist schade. Welcher war denn dein Lieblings-Let's-Player? Vielleicht kenne ich den ja. Ich glaube nicht, aber ich weiß es ja nicht. Oh, einen antiken Reaktorkern. Den kenne ich sogar. Zelda Großmeister, den sollte ich sogar kennen. Da auch BOTW gemacht, aber der hat, glaube ich, nur. Hat er das komplett Let's Played gehabt oder hat er ab einer gewissen Dings aufgehört? Das weiß ich gerade gar nicht. Ein Zelda Let's Player hatte auch aufgehört. Also von dem einen auf den anderen Tag, was die Let's Plays angeht. Genau, Let's Play Domtendo kenne ich, Let's Play Markus und Loserlink kenne ich auch. Soweit ich weiß, Domtendo ist halt der größte Nintendo-Let's Player. Und ich glaube, sogar Let's Play Markus, der steht, glaube ich, auch sogar unter Nintendo-Vertrag. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, das sind die beiden einzigen in Europa. Deutschland. Let's Play Markus müsste knapp 250.000, 300.000 Abos haben. Nintendo ist bei 1, geht jetzt auf seine 1,2 zu. 1,2 Mio. Wenn es genau ist, müsste 1,14. Ich weiß es aber nicht. Das sind immer so die Schätzungen. Und Loserlink weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Ah, okay. Loserlink war ich mir halt nicht sicher.
Feuerstein. Aufklettern? Natürlich nicht. Kommst du durch? Bisschen noch. Wir sind raus. Ein Monster drin, das lassen wir auch mal. Machen wir mal was ganz oben auf dem Gipfel. Uns das, glaube ich, einfacher machen, oder? Looks like Link. Okay, looks like. Ich habe es User Link. Like Link. Okay, werde ich mal auf jeden Fall merken. Was haben wir jetzt hier drauf? Einen Krog, okay, immerhin. Noch ein Schrein? Haben wir noch nicht markiert. Den können wir auch gleich machen. Mit einem Sternchen markieren. So. Weg hier, Stempel löschen. Schauen wir mal, was hier ist. Viel ist hier nicht, aber... Markiert! Weg. Ganz markiert. Muss es sein. Ich habe keine Ahnung.
Den können wir auf jeden Fall wegnehmen und den hier auch. Bomben oder so gesehen und dann, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal hier zum Häuschen hin. Jetzt können wir uns ein wenig. Das Eis ist noch offen, weil das war ein bisschen. Stein. Oh. Passt wieder, okay. Ich bin da jetzt auch vorbeigelaufen. Okay. Genau, geradeaus und dann ein bisschen nach rechts. Espyromagus. Ich kann ihn nicht one-hitten, ne? Oh, ich hab Bombenpfeile. Ich weiß nicht, ob Bombenpfeile die One-Hit, aber es sind ja auch sowas wie Feuerpfeile. Ja, okay. Bloß der Stab ist jetzt über alle Winde verstreut, aber das ist in Ordnung. Da vorne gibt es Wildbären. War das Haus, das ich gesehen hatte. Das wieder so ein Minispiel sein? Mios Hütte. Küchen. Königsschild, speichern. Bild der Winde können wir auch gleich fotografieren. Nice. Eisenschild haben wir auch noch nicht fotografiert, okay. Eisenschild. Entweder die hängen hier nur umsonst oder sie ist eine große Schildliebhaberin. Wer bist du denn? Ja! Oh, was machst du denn hier draußen in den Bergen? Ach, sag bloß. Du musst hergekommen sein, um mich zu dem ehemaligen Schildschledder-Profi, den ehemaligen Schildschledder-Profi zu treffen, oder? Natürlich. Oh! Wusste ich's doch. Aber ich habe mich aus dem Sport zurückgezogen. Es ist mittlerweile so lange her, dass sie mich die Königin der Hügel genannt haben. Aber wenn dich das nicht stört, kann ich mir ja mal ansehen, ob ich dir noch den ein oder anderen. Ja, gerne. So viel Einsatz, das erinnert mich an mich selbst vor langer Zeit. Aber ich bin ein ehemaliger Profi, also weißt du sicher, dass ich nicht umsonst. Auch gib mal vorsichtshalber nochmal. Ich hoffe, ich weiß noch, wie ich Schildschlitter. Ah!
Feuerschwert. Was ist denn nochmal? Ich springe? Muss ich selber noch erstmal wieder herausfinden. Okay, bis gleich. Was ist denn nochmal? Herausfinden, wie das nachher ging. Ging da nochmal das Schild schlittern? Nein! Ich dachte schon, jetzt geht mein Feuerschwert kaputt. Das vorsichtshalber mal aus. Normalerweise springe ich und dann... Gucken, ob ich das kurz in der Beschreibung irgendwo nachfinden kann. Hier, Schildschlittern. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt gemerkt. Ah, okay. Für den Königsschild. Wir müssen also unter 2 Minuten bleiben. Nein, ich will es nochmal versuchen. Gut, ich bekomme einen gesonderten Schild oder so von ihr, aber genau wissen tue ich es natürlich auch nicht. Okay, sie merkt auf jeden Fall, dass wir auch ein Königsschild haben. Ich krieg's jetzt hin, aber weiß ich eigentlich. Immer an, so ist man generell schneller als fliegen. Ich hoffe es zumindest. Ah, ich weiß, ich muss das Feuerschwert ausrüsten, machen wir gleich. Gehen wir aber gut an Speed. Yay! Okay. Ich. Oh? Der Zeit waren 46 und 100.
Kurs, bitte. Ja, ja. Was? Na, das ist doch lächerlich, ne? Das ist doch lächerlich. Besser kann ich doch eigentlich nicht werden, aber. Nein! Überhaupt noch richtig, ich habe keine Ahnung. Falschen Weg, ich habe aber keine Ahnung. Lächerlich. Kann hier sogar sein Schwimmen? Okay. Vielleicht kriegen wir ja noch diesen Krok oder so hier. Ich habe keine Ahnung, wenn das denn ein Krok sein sollte. Geh dann jetzt 2 Minuten um und dann. Aww. Nervig ist, dass du halt nicht sofort wiederholen kannst. Ne? Und fängt wieder zu labern. Ah, oh, mein lieber Pinguin, ne? Alles gut. Warst du erfolgreich mit deinem Stream? Bist du noch ein bisschen weitergekommen? Gelesen. Oh. Hm? Passt schon. Ach, jetzt ist es zum dritten Mal. Erstmal was essen, sonst friert mir Link hier noch. Oh, dann viel Glück auf jeden Fall. Eins kann ich dir so sagen, also Mifas ist mein Lieblingstitan, weil es Mifa ist. Auch wenn du im Titan bist, auch, ich will jetzt auch nicht spoilern, auch die Erinnerungen, die du dann sehen wirst. Das ist schon nice. Ich würde dir empfehlen, vielleicht noch mal ein paar Schreine oder so vorzumachen, damit du zumindest ein paar mehr Herzen bekommst. Also generell, ich bin generell 100, zum Beispiel 100% Let's Player und generell Zelda BOTW werde ich auf 100% spielen. Ich mache es zum Beispiel so, ich habe mir die Gebiete in verschiedene Regionen markiert.
Und die erkunde ich halt. Ja, und nebenbei spiele ich noch gleichzeitig mit einer Challenge zusammen und, also. Oh? War cool. Wir endlich die Prüfung machen bei ihr. Okay. Fortgeschritten, bitte. Wir es auf jeden Fall mal. Weiß nicht, ob ich das schaffe, weil generell im wahren Leben bin ich im Skifahren totaler Loser. Ich bin auch ganz offen und ehrlich. Aber wie sollte ich das eigentlich hinbekommen? Ich krieg schon wieder Hunger. Ja. Hoffe, wir sind richtig. Sollten wir aber. Sind mal ein bisschen nach links ab. Okay, wir sind richtig. Es geht unter die Brücke durch und dann weiter. Und dann soll es irgendwie einen Bogen geben, der nach links führt. Oh. Was wir überhaupt als Belohnung bekommen. Ich hoffe, irgendein Ausrüstungs-Item. Also Schild oder, weiß nicht, Rubine. Das ist zwar eine ganz nett, aber ich hätte gerne irgendeine Ausrüstung, weil das Upgraden von den ganzen Gewändern zählt ja auch zu den 100%, oder? Ah, geht's hier lang? Doch, hier geht's lang. Glaube ich zumindest. Aber keine Ahnung. Richtig sein. Ja. Doch, da unten sind die Fahnen. Los, lauf, Link, zieh. Boah, ich glaube, wir haben nur 2 Minuten Zeit. Komm, 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 komm. Nein! Nein! Ekliges Monster! Nein, 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 nein. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ich glaube, wir haben noch 2 Minuten Zeit oder so. Zeit war 2 Minuten. Okay, es ging also noch. Diesen Schild, also weiß ich nicht, hätte ich mir das auch ersparen können, aber ich habe das Minigame einmal ein bisschen gezeigt. Danke, man sieht sich bestimmt. Ich schnupper bei dir auch auf jeden Fall die Tage noch mal rein. Rüsten wir erstmal das Feuerschwert wieder aus. Wegnehmen den Stempel. Gehen geradeaus einfach mal zum Schrein, würde ich sagen. Okay.
Doch, es ist kein Belohnungsschrein. Ihr wisst ja, wie ich zu Belohnungsschreien und Segenschreinen stehe. Oh, ernsthaft. Ich mach hier gleich einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Keine Ahnung, OBS hat mal wieder gemeint, rumspinnen zu müssen und die Verbindung verloren. Aber okay. Schauen. Müsste aber wieder online sein. Ja, und so ist es auch. Okay. Gar nicht vorgelesen, was hier gemacht werden muss. Die verborgene rote Wand. Okay. Generell hier erstmal umsehen. Den auf jeden Fall. Der müsste eigentlich noch links. Und weiter von da weg. Müsste, glaube ich, noch oben links irgendwo kommen. Auf jeden Fall wird das. Oh, ach, warte mal. Den müssen wir hier hinpacken. Genau. Müssen wir im richtigen Timing das Teil. Oder kann man es mit Stasis anhalten? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, ich kann mit Stasis anhalten. Legen wir hier erstmal ab, weil ich will die Truhe davor noch einmal bekommen bzw. mitnehmen. Und hier. Ein Eisgroßschwert, was ich natürlich wieder nicht mitnehmen kann. Ach komm, ich fällt weiter. Tschüss. Hallo, Eisgroßvogelschwert. Eisgroßschwert, okay. Bin so langsam, oder? Natürlich. Und ich glaube nicht, dass ich von dieser Entfernung aus Stasis benutzen kann. Ja, toll. Wofür kann ich das denn mit Stasis verwenden? Jetzt geht's anscheinend. Wir sind noch mal. Müsste das funktionieren. Komm. Jawohl. Jetzt müssen wir hier einfach oben sein. Und jawohl, es passt. Okay. So, das waren auch alle Truhen, aber es sollten wir. Jawohl, waren auf alle Truhen. Dort gehört dieses Zeichen der Bewährung auch uns.
brauche erstmal auf jeden Fall das Feuerschwert. Wieder. Hier. Löschen. Aus. Die Polarlichter sind wirklich schön. Noch schöner wäre, wenn wir jetzt auch nochmal einen Krog finden würden. Und nicht, dass da einer ist, weil in den letzten zwei Fähnenfahnen, wo ich hochgeklettert bin, war kein einziger Krog. Die letzten drei sogar. Nein. Du kannst es halt von hier nicht erkennen, ob da oben ein Krog ist. Du musst schon halt hochklettern. Das haben die Entwickler schon schlau gemacht, aber... Da wird auch genauso wenig was sein, okay. Dass wir hier einmal zumindest hier einmal so lang fliegen. Ja. Dann können wir hier eh nicht, weil jetzt ist es gar nicht mehr so neblig. Ah, da unten will ich ja nicht hin. Ich wollte hier einmal mal schauen. Wir haben relativ viele Schreine auf jeden Fall gefunden, was mich freut. Rockmäßig in diesem Part ist relativ mau, also... noch so gibt. Ein schöner Baum. Wir sagen. Hier ist ein Kopf versteckt. Guck mal. Natürlich. Okay. Das ist auch hinter uns. Und das Blizzard-Teil müssen wir noch machen. Schauen wir uns einmal zurück. Totenkopf machen für diese Stadt. Gehen wir mal so ein bisschen geradeaus und dann holen wir mal das Blend. Gucken wir uns mal das Blizzard-Tal an. Hier war doch die Skistrecke, ne? Genau. Links sollte eigentlich das Blizzard-Tal sein. Ich vermisse immer noch einen, oh, wie nennt man das, einen Glashyrock. Den haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, außer in der Prüfung des Schwert, des Master Swords. Okay. Wenn man vom Teufel spricht, aber ich glaube. Ich muss mit
Fernattacken. Ich muss es mit Fernattacken machen. Oh, wartet mal. Nicht unbedingt. Alle Christen gewonnen. Oder? Nein, fast. Okay. Wir uns auf jeden Fall. Aber viele Opale und Feuersteine. Und ein Saphir. Okay. Der Glashirok hier bewacht. Eventuell hängt er sogar mit einer Sidequest sogar zusammen, die wir noch nicht angenommen haben, aber. Waren wir auch schon, aber. Schmutzig und etwas traurig. Da ist noch goldenes Erz, was wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Link. Nur ein Bernstein? Okay. Nichts Verdächtiges, also. Das nächste ist ab. Ich würde sagen, dass wir von hier oben nach hier unten schwirren, dann dieses Plateau erkunden, dann noch einmal zurückgehen und hier einmal runterfliegen und dann das hier erkunden. Und zwei durchleuchten, das hört sich doch gut an. Jetzt offscreen eh nochmal alles ab. Erkunden, ist klar, aber dass wir es grob einigermaßen schon erkundet haben. Hier an. Ja. Nur auf der richtigen Strecke bleiben. Jetzt. Ja, nichts Großartiges und du kannst dich auch so schlecht umsehen. Es regnet wenigstens nicht, okay, aber. Und ein bisschen sogar von der Strecke ab. Nee, also, das ist ein Nashorn, okay. Ah, und da oben, jetzt bin ich doch wieder glücklich. Da oben ist ein Krokrat. Oh. Bombenpfeile nehmen, weil ich keine normalen Pfeile mehr hatte. Obwohl ich jetzt auch mit Eispfeilen machen kann, aber machen wir mal lieber so.
Hör auf da. Bisschen so gucken. Die Richtung. Ja. Hier müssen wir auch hin, weil das eine epische Truhe ist. Ach Gott. Da sind explosive Fässer. Ganze Moblin-Schar. Ah, die haben mich aber gesehen. Zumindest eine. Bin ich da? Ruhe, geh doch eigentlich down. Oh, ich bin heute mal großzügig mit Bombenpfeilen. So bin ich abzieht. Das Master Sword ausrüsten. Okay. Oh, hier gibt es noch ein bisschen Stuff. Vor allem die Moblin-Herzen können wir gut gebrauchen für Kilten. Ich glaube, in der Truhe wird nicht allzu was gut aussehen. Vielleicht noch Wahl, Bernstein, ein paar Rubine, Pfeile. Oh, goldene Rubine, okay. Jetzt glaube ich weiter runter, ne? Ja. Solche Verstecke bieten sich immer für Krokblumen an. Höchchen. Erzbrocken, weil wenn hier schon zwei Erzbrocken sind, Wahrscheinlichkeit hoch. Ja. Hier da ist ein Gegner drin, aber hier? Schon fies, wenn die Entwickler hier einen Stein hingepackt haben. Na komm. Erz ist es glaube ich nicht. Böse zu klein. Schatzruhe wird es auch nicht sein. Bock oder halt ein Leerläufer. Wenn ich sowas sehe, muss ich mal an Crocs denken. Guck mal, wie lange der braucht. War mir aber auch schon klar. Türchen, da es keine epische Truhe ist, ziehen wir durch. Türchen. Mich interessiert nur. Ja, ist klar. Danke dir, Mieper. Und Truhe dann halt haben. Eine Bombenpfeile, okay. Und noch, ne? Ja.
Wunden tut mir auch wenig. Hier soll irgendwo ein Fluss sein, ETF. Oh, was haben wir denn hier? War an irgend so ein Luft... Ja, es wird so eine Luftspalte sein. Hier müsste zumindest irgendein Bootsanlegestelle, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal nach. Kann ich das auch schicken? Ist doch nicht umsonst hier. Könnte ins andere Gebiet führen. Hinter mir ist auch noch irgendetwas. Muss ich mal. Ukosee, okay. Ach komm, wir teleportieren uns einmal wieder nach oben zurück. Hier lang, jawohl. Diesmal glaube ich. Nein. Ich glaube, diesmal müssen wir diese Gebirgskette entlang, oder? Hier müssen wir entlang, ja. Wirklich. Ich meine, wir sind die Strecke ja trotzdem mit dem. Beim Schildschleddern sind wir die ja auch schon abgegangen, aber entdecken konnten wir ja eh nichts. Beziehungsweise. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Ich fliege sie jetzt natürlich nochmal ab, aber. Vielleicht unter der Brücke irgendwas. Krokblume oder so, eventuell, aber sicher bin ich mir auch nicht. Weit entfernt. Nach links. Ja, jetzt gehen wir richtig.
Ah, ich habe vergessen, einen Glashirop zu fotografieren. Egal, kann man nachholen. Werde ich nachholen. Oh, so ein Luxusbild. In etwas. Rechts. Ein bisschen lang. Gerade einfach gespawnt oder? Was auch fies wäre, wenn Rasakrops, weil die hörst du nur, die siehst du aber kaum. Könnte ich mir auch noch bei so einem Schneefeld vorstellen. Auf jeden Fall ein Stein, oder? Ja. Wieder da gehört zu einem Steinkreis. Hallo, Herr Kroggy. Willkommen daheim. Das war auch. Nochmal so ein bisschen schauen. Aus und dann links. Okay. Was und klar. Ja moi, und da ist ein Wächter. Was ist denn da? Ist doch 100 pro aktiv. Obwohl bei der Kälte. Die Tiere werden sonst auch schon längst weggelaufen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich da jetzt hingehe, dass der aktiv wird. Den Wolf aber noch mal einmal kurz vorher. Er wird doch jetzt 100 proaktiv, wenn ich da hingehe. Natürlich. Okay, meine ich doch. Hallöchen. Machen wir ihn erstmal zum Krüppel. Zack, eins. Weil. Da ging eine Fee drauf. Obwohl, habe ich nicht Daruk Schirm? Muss erstmal einen Abstand gewinnen. Ist nicht wahr. Der Wächter droppt mich gerade ein bisschen. Ich werde direkt gleich wieder hingehen. Bewegt sich halt, aber ich muss ihn treffen, ne? Das ist halt das Blöde. Frostel, moin, Frostel. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, Frostel. Was könnte ich machen?
Oder erstmal einen anständigen Bogen ausrüsten. Ja, hab ich ja schon. Ding. Ich könnte gleich eine Tempomedizin raushauen. Was könnte ich machen? Und dann sollte ich auch eigentlich in der Lage sein, auszuweichen. Ich weiß es aber nicht. Wollen wir denn hier so eine Spurtmedizin? Hier haben wir eine. Cool. Das hat funktioniert. Ja, ist klar. Sowas von klar. Ich sollte ja nicht mehr gehen können. Die nerven mich gerade, aber du willst. Stone. Na komm, schieß. Oh, der ist auch tot. Okay. Moin, Link. Da bist du ja wieder. Okay. Versuchen wir ihn aber zu finishen. So, Gott. Voll viele Heil-Items für diesen Wächter gebraucht. Hat sich noch nicht mal gelohnt für den antiken Reaktorkern. Und eine Fee verschwendet. Sollte man das Feuerschwert ausrüsten. Oh, hier musste ich ja noch einmal überschauen, aber cool, da vorne. Das sieht nach was aus. Das wird eine epische Truhe sein, oder? Boah, der hat einen Königsschild. Alter. Geht weg. Halten auch eine Menge aus, obwohl es keine Weißen sind. Können mit der Bombe töten. Ja. Nein, lächerlich. Das ist so lächerlich, dass jetzt der Blutmund kommt, ganz ehrlich. Warum? Das ist doch ein... Die Nacht des Blutmundes ist erneut gekommen. Link. So unfair, es ist so unfair. Na gut. Machen wir kurz einen Prozess mit denen. Kuckuck. Yeah.
Was zu essen. Als ob er mich einfach so tritt. So, der nächste ist down. Auch die Truhe. Schauen wir mal, was drin ist. Ein Königsschild. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.